Herzlich willkommen, liebe Lumion-Freunde, Interessenten und Anwender, zu einem weiteren Kurztipp zu Lumion 5.3. Mein Name ist Frank Schröer und in diesem Kurztipp soll es um das Verändern von Pflanzen gehen und speziell von Bäumen in meinem Fall jetzt hier. Und zwar, wie bekomme ich einen Baum so verändert, dass er mit Herbstlaub versehen ist. Und ich wähle mir jetzt mal hier aus dieser Bibliothek mal irgendwie einen netten Baum aus. Ich nehme mal hier diesen zum Beispiel, stelle den hier hin, bewege die Kamera mal ein bisschen weg. So. Okay, so, wir nehmen mal an, wir haben eine Szene, das soll jetzt nicht so eine Sommerbegrünung am Baum sein, sondern mehr Herbstlaub. So, ich bewege mich mal hier so ein bisschen hin, dass wir ein bisschen näher die Blätter sehen. Das war jetzt falsch. Ich muss den Baum erstmal selektieren. Dazu wähle ich jetzt hier den Schalter Eigenschaften ändern. Aktiviere den Baum. Er bekommt einen türkisen Rahmen. Und hier oben rechts taucht das Fenster Baumeigenschaften auf. Jetzt bewege ich mich mal ein bisschen näher dran. So, damit wir die Blätter jetzt mal ein bisschen näher betrachten können. Auswahl Farbton. Damit verändern wir den Grundfarbton dieses Baumes. Das heißt, wir haben, ich habe jetzt die falsche Taste gedrückt. So, wir haben jetzt hier sämtliche Farbkategorien. Ja, von lila über braun, grün, dann geht's wieder ins blaue und dann wird's wieder lila. Ja? Und wir wählen uns jetzt mal hier zum Beispiel so einen Braunton aus. Ja, vielleicht so. Okay. Ausfallsättigung heißt nichts anderes, wie grell ist denn dieser Braunton? Ja, geht er jetzt schon fast ins Rote oder ist der überhaupt gar nicht vorhanden, sondern ist im Schwarz-Weißen? Natürlich, wenn wir den extrem grell haben, ändern sich natürlich auch hier die Grundfarben nochmal extrem. Das heißt, ich kann da sehr, sehr viele Farbvarianten draus erstellen. So, wir nehmen jetzt mal hier diesen Braunton, also ist jetzt tiefster Herbst oder auch nicht, nämlich mit der Auswahl des Grünanteils kann ich jetzt die Blätter so einfärben, dass die entweder überhaupt keinen Grünanteil haben oder dass die noch einen leichten Grünanteil bekommen. Wir sehen es hier in dem Detail der Blätter, das heißt, die werden jetzt so allmählich braun, sind aber noch nicht komplett braun. Und so kann ich eigentlich jede Herbstsituation darstellen von Pflanzen, die ich abgesetzt habe. Das Ganze dient aber auch noch einem anderen Zweck. Zum Beispiel kann ich natürlich auch Farbwerte von vorhandenen Bäumen so verändern, dass mir die Farben ein bisschen besser gefallen. Das mache ich sehr, sehr häufig. Wenn ich zum Beispiel mal so einen Baum absetze, mal schauen, was wir da haben. Ja, zum Beispiel den hier. Ja. Ich setze den Baum mal ab, hole mir aber nochmal den Baum, den ich bereits abgesetzt habe, als Original. So. Und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, okay, diese beiden Bäume, ich mache den mal ein bisschen kleiner, sind farblich doch sehr unterschiedlich. Der auf der rechten Seite ist mir ein bisschen zu grell in seinem Grünton. Der auf der linken Seite, der passt mir. Und jetzt nehme ich mir einfach wieder meinen Stift hier, meinen Befehl Eigenschaften ändern, gehe hier auf diesen Baum und kann jetzt einfach nur leicht den Farbton manipulieren, indem ich einfach sage, ja, ich verändere jetzt den Farbton ein ganz klein mehr ins Olivgrün. Kann jetzt hier noch die Sättigung anpassen, ja, vielleicht so. Und jetzt ist der nicht mehr ganz so grellgrün und der passt jetzt ein bisschen besser zu dem vorhandenen Baum. Ja? So können Sie Ihre Pflanzen so manipulieren, dass sie besser zu Ihrer Gesamtszene passen.